Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge von Inside. In der letzten Folge haben wir uns ja hier durchgemogelt. Und müssen jetzt mal hier gucken, dass wir vor dem Wuffel wegkommen. Warte, mit Steuerung war das. Ist immer noch nicht, wie das mit dieser Gedankenkontrolle irgendwie funktioniert hier. Werden wir uns jetzt wahrscheinlich hier absatteln können. Müssen den wahrscheinlich hier weiter schieben. Für die Druckplatte. Ah, okay. Okay, okay. Aber ich muss nochmal hier zurück. Denn wir müssen uns hier hinten unterlassen. Dass wir die Kiste auf diese Druckplatte packen können. Und dann mit dem Dulli uns hier weiterfahren lassen können. Ja, wir sind ja nicht ganz auf den Kopf gefallen. Manchmal. So, okay, jeder, der aus der Reihe tanzt hier in der Bevölkerung, also scheinbar von einem Teil der Bevölkerung, wird getötet. Die anderen werden irgendwie so manipuliert. Irgendwie in die Richtung. Natürlich auch nicht sehr nett. Aber, was will man machen? So, ich könnte mich hier runterlassen. Ja, muss ich wahrscheinlich, ne? Nein. Okay, warte, was passiert denn eigentlich hier? Okay, warte mal. Was kann der hier dran? Jetzt bin ich gerade verwirrt. Ah? Okay. Warte mal, ganz kurz überlegen. Da kann ich nichts machen. Ich glaube, ich muss auf dieser Plattform draußen sein. Wenn ich an diese Steuerung gehe, kann ich den einen nur übernehmen. Wenn der an die Steuerung geht, übernehme ich quasi den anderen. Wo muss denn der zweite hin? Ja, auf jeden Fall müssen wir den ja wieder hier greifen. Sieh mal meine Maus? Nee. Ich sehe die auch selber nicht. Aber ich glaube, ich muss irgendwie dieses mittlere Ding da, also wo jetzt der gesteuerte Dulli ist, muss ich, glaube ich, den Wagen hier hinbringen. Oder kann ich den hier so durchrammen? Nee. Habe ich mir schon fast gedacht. Ah, oh. Ich sehe jetzt erst, dass es da oben ist eine Druckplatte drauf. Okay, dann kann ich nämlich jetzt hier loslassen. Spring ich wieder da dran. Und der zieht mich jetzt hier durch. Ja. Ich bin ja zum Glück nicht ganz dumm. Nur ein bisschen. Was ist das da unten?
Okay, die sind verwirrt, warum sich das da öffnen lässt. Sie da runterfallen. Das könnte natürlich sein. Setze ich mich mal weiter nach hier hinten. Ich hier hoch. Und zack. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Komm ich hier hoch? Nein. Muss ich vielleicht nach unten tauchen? Nein. Dann mal ganz schnell nach oben. Nicht, dass ich hier trinken tue. Okay. Haben wir hier irgendwas, was wir greifen können? Mal hier unten. Nee. Ah, da. Jetzt können wir hier rabbeln. Damit haben wir eine Palette. Weil die oben schwimmt, können wir auf der dann gleich auch stehen. Können wir da hochklettern, alles easy. Alles ganz easy. Ich hoffe übrigens, bis dato gefällt euch das Spiel. Find's eigentlich ganz cool. Mag irgendwie solche Spiele auch. Außer, da schreckt mich irgendwas zu Tode. Aber ansonsten finde ich das immer cool, wie dann so langsam die Story erzählt wird. Was das Spiegel senken war. Und dann hier hin. Dann erhöhen wir ihn jetzt wieder. Damit wir schön hier anspringen können. Achso, wir gehen an die Kette. Okay. Ja, dann brauchen wir... Okay, hier können wir hochgehen. Können wir bestimmt hier irgendwas ins Wasser schieben. Die Luke erstmal öffnen. Und guck mal, was hier drin ist. Achso. Okay. Zurück können wir nicht mehr. Das Fahrrad irgendwie mitnehmen? Okay, was bringt es, dass ich da zurückgehen kann? Irgendwie gerade noch nicht ganz, was ich hier machen soll. Wenn ich den drücke, komme ich ja auch hier nicht wieder hin. Ja, warte mal, wenn sich jetzt die Tür öffnet... Bräuchten irgendwie eine Leiter. Ich habe nämlich gerade gedacht, wenn ich mit dem Knopf den Spiegel wieder anhebe, dass ich dann hier durchgehen kann, den hier während des Tauchens den drücke, dass er wieder abfällt, dass wir gerade hier oben auf die Kante kommen. Irgendwas scheinen wir hier ja trotzdem zu übersehen. Also selbst wenn die Idee richtig ist, fehlt mir ja noch irgendwas. Können wir hier irgendwas grabben? Nein.
ist auch nichts. Alter, ich bin so dumm, ne? Warum kompliziert, wenn es auch einfach geht? Ach Mann. Egal. Da schon wieder so das Licht sehen, ne? Huch. Ist richtig? Wahrscheinlich hier. Rüberschleppen. Ist das richtig? Sonst wäre der Durchgang wahrscheinlich dicht, ne? Ach, den brauchen wir, dass wir da drauf stehen können. Okay. Jetzt machen wir den wieder an. Sollte jetzt anfangen zu schwimmen. Sehr schön. Dann kommen wir jetzt an die Kette dran. Was ist das da oben? Das sieht so aus wie bei so einer Tankstelle, die Säulen. Ach, das ist eine Bahnstation. Oh, lol. Wir sind spät erkannt. Es sind alles Menschen, ne? Okay, wir werden hier unterm Schatten bleiben müssen. Okay. Ich dachte quasi, wenn das Rad unten ist, dann müssen wir es wieder nach oben drehen. Okay. Okay, dann wissen wir jetzt aber Bescheid. Wie viele Menschen da transportiert werden, ne? Fassbar. Keine Angst, ich hol dich hier raus. Quasi first try. Okay, ich muss auf jeden Fall einmal abbrechen. Jetzt habe ich mir die Beine gebrochen. Muss einmal abbrechen und einmal wieder zurückgehen durch den Schatten. Anders schaffe ich das zeitlich nicht. Hätte ich mir eigentlich gerade eben bei dem ersten Try auch denken können. Aber egal, wir wollen es ja probieren. Wenn ich dem Dulli hier gerade versprochen habe, dass ich ihn retten werde. First Try. Aber naja, so ist das. Dann brechen wir jetzt hier ab, um hier mit dem Schatten wieder mitzulaufen. So, sehr schön. Tun wir so, als wenn wir einer von denen wären. Achso, warte. Oh, wir müssen einfach weiter springen. Auch wieder so ein Schatten. Dann müssen wir bis zur Luke und die ja mal öffnen und da rein. Okay. Schnell. Sehr schön. Okay. Würde ich aber auch sagen, an der Stelle ein Cut. Mal, das ist gerade eine gute Stelle. Ich hoffe, es hat euch gefallen und in dem Sinne haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss.